Hallo, heute funktioniert mein Gehirn nicht richtig, weil alles sich in Schwarz-Weiß spiegelt. Ich habe schon nach meinem Gehirn gefragt, aber es hat mir nicht geantwortet. Nein, es war ganz anders. Ich bin Auto gefahren und dann habe ich in mir eine Stimme gehört, die gesagt hat: Hey, Gehirn, hallo, hallo Gehirn, Gehirn, hörst du mich? Hallo. Keine Antwort, keine Antwort. Und dann nochmal, Gehirn, hallo. Ja. Was ist los? Was willst du? Du bist nicht das Gehirn. Du bist nicht das Gehirn. Ich weiß ganz genau, dass du nicht das Gehirn bist. Ja, wer bin ich denn dann? Du bist die Stimme aus dem Off. Die Stimme, die diesen Menschen zugeordnet werden kann. Echt? Wie willst du das nachweisen, dass ich die Stimme bin, die dem Menschen zugeordnet werden kann? Du siehst ja den Menschen gar nicht. Was siehst du? Oh, Hände, ich sehe Hände, aber eine Nasenspitze. Und was siehst du da? Ja, da sehe ich ein digitales Bild von einer Form, von einer menschlichen Form. Was mir das Wissen sagt, das ist die menschliche Form. Da ist der Mund, da kommt die Stimme raus. Ja und? Wenn du es nicht wüsstest, dann würdest du wahrscheinlich gar nicht mit dir reden. Aber Stimme, du bist doch nicht das Gehirn. Warum gibst du dich dafür aus? Oh, aus Langeweile. Ich will gerne reden mit mir. Oh, Bayerisches Verwaltungsgericht München. Oh. Ja. Ah, oh, Gericht. Spreche, Gericht. Du schweifst ab, Stimme. Du hast mich gefragt, was ich will. Ich will mit dem Gehirn sprechen. Aber es antwortet nicht. Nur du antwortest. Stimme, du sagst irgendwas. Ich kann das Gehirn spüren. Da oben fühlt sich gut, interessant an. Aber es sagt nichts. Na klar, Gehirne sagen nie etwas. Sie sind ja ein Empfänger, die Stimme sagt immer was. Du hast da was völlig verwechselt. Ja, klar. Verwirrung. Hier ist einfach Verwirrung. Du tauchst aus dem Nichts auf und fragst auf einmal dich nach einem Gehirn oder du nimmst an, dass du eine Geburtsurkunde hast, aber kannst dich gar nicht an die, ja, die Geburtsurkunde gleich rausholen. Und anschauen, da stehen dann Zahlen drauf. Aber kannst du dich an die Geburt erinnern? Gehirn. Das Gehirn sagt nichts. Die Stimme sagt irgendwas. Das ist ja sehr interessant. Wo kommen jetzt die Gedanken her? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wörter, fünf Wörter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Stimme, du spinnst doch. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ich spinne ein Spinnennetz voller Spinnereien. Ich spinne mich selber ein. Red doch mal mit deinem Herz. Hallo Herz, hallo Herz.
Fühlt sich ja auch an. Boah, das ist ganz schön anstrengend hier. Ja. Warum Ja. gehst du dann nachher mit mir ins Bett, soll ich dich fragen? Ja, wann denn? In 20 Minuten oder so? Ja, in Okay. 10 Minuten. Um halb. In 11 Minuten. Okay, kommst du einfach nochmal. Super. Ja, klar. Such dir was aus. Bist du erläutert? Nee. Weiß gar nicht, was das ist. Kannst dir alles sagen, was dir am Herzen liegt. Tschüss. Nun ja. Da fiel mir ein Lied ein auf der Fahrt zurück in das Bad ohne Bad. Die Stadt ohne Charisma. Und das Lied war gar kein Lied, es war nur ein Text, den ich wahrscheinlich nicht richtig wiedergeben kann. Er lautete so: Warten Sie, er kommt gleich raus aus dem Mund. Die Stimme wird ihn gleich formulieren. Ich muss improvisieren, ich schätze, ich muss improvisieren. Komm, komm zurück, Text. Scheiß Text, komm doch. Wer, was, wie, wieso? Nein, anders. Es war andersrum. Es war andersrum. Kann überhaupt irgendwer irgendwas dafür, dass irgendwer irgendwo irgendwas tut? Ja, kann überhaupt irgendwer irgendwas dafür, dass irgendwo irgendwer irgendwas tut? Irgendwas machen tut, kann da irgendwer überhaupt irgendwas, irgendwo, irgendwann dafür? Oder macht der, der was tut, auch nur das ganz automatisch, weil er nichts anderes machen kann, außer das zu tun, was er gerade macht? Und wenn er es nicht machen tun tät, dann wird er gar nicht als ein tunender Täter vorhanden sein. Und selbst das ist nur ein Konstrukt gedanklicher Art. Also kann überhaupt irgendwer irgendwas dafür, dass irgendwer irgendwo irgendwas macht? Oder macht nicht jeder irgendwas nur ganz automatisch? Und wenn er was nicht macht, dann macht er was automatisch nicht, weil er automatisch drauf ausgerichtet ist, nur das automatisch zu machen, was er machen kann. Und was er nicht machen kann, das macht er nicht. Also, und wenn er nichts mehr macht, dann gibt's ihn gar nicht mehr als irgendwen, der was machen könnte, weil er sich nur, solange er was macht, durchs Machen definieren kann. Und wenn er nichts mehr macht, dann macht er es auch nichts. Dann gibt's ihn gar nicht mehr als irgendwen, der was machen könnte oder machen müssen, brauchen, so ein Tut. Ja, genau. Wer kennt nur das? Wer kennt das nur machen, was er nicht machen kann? Wenn er es nicht automatisch macht, dann macht das wohl niemals nie. Und der, der was macht, der wird ja gemacht von dem, das alles macht und alles machen lässt und gar nichts macht. Das macht ja nix. Ja, das war jetzt improvisiert. Zum Thema, wer macht denn irgendwas? Zum Thema Schuld. Schuld, ist denn irgendwer überhaupt dran schuld, dass irgendwer irgendwas macht? Oder macht irgendwer immer nur was, weil er es gerade automatisch machen muss? Dann macht er halt nur das, was er automatisch macht, und was er nicht macht, das macht er automatisch nicht. Ich bin ein. Oh, ich bin ein automatischer Vollautomat
ein menschlicher Vollautomat. Ich mach nur das, was ich machen muss. Aber auch nur automatisch. Ah, na, das ist doch Quatsch mit Soße. Aber zurück zum Gehirn, das ist ziemlich schlau, weil der sagt einfach nichts. Du kannst ihm alle Fragen stellen. Wer bist du? Das Gehirn sagt nix. Dann sagst du, was machst du? Das Gehirn sagt nix. Der sagt nicht mal nix. Ich muss dir mal vorstellen. Irgendwas anderes sagt ihm irgendwas. Ja, jetzt sind wir wieder zurückgekommen zu dem Punkt, dass das Gehirn gar nichts sagen kann, sondern nur die Stimme. Nur die Stimme ist dazu fähig, irgendwas in den Raum reinzusprechen, und man weiß, dass es ja gar nichts macht, weil die Stimme, die gibt's ja nur in dem Moment, in dem sie ihre Stimmigkeit für sich selbst in einer Stimmung ihres Ausdrucks erlangt. Und wenn sie nichts mehr sagt, dann ist sie nur noch ein Hauch einer Erinnerung, der gedanklich in der inneren Stimme sich wiederholt. Doch in dem Moment, wo es nichts mehr sagt, da hat es es nie gegeben. Aber das ist Om, der Schöpfungston. Das ewige Om, das ist und nicht ist. Also wo es nicht ist, kann es immer Omen. Und immer, es klingt immer und gleichzeitig klingt es gar nicht. Es klingt ständig Om, weil das ganze Universum Om ist. Und gleichzeitig ist das Om stille und sagt gar nichts. Es bedeutet nichts, es ist nur Om, 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 Om. Om, permanentes Om. Und das ist ja nur ein Ausdruck. Aber gleichzeitig muss gar keiner das Om überhaupt hören oder wahrnehmen, weil es ja gar nicht omt. Aber dadurch, dass es nicht omt, omt es ohne Anfang und Ende. Nur Om. Und aus dem Om entstehen alle Frequenzen, Vibrationen und nee, entstehen nicht. Das sind dann gleich alle da, sobald das Om da ist. Om, gibt's gleich. Ja, ich weiß schon, nein, ich kann nichts, ich will nichts, oh, ich habe alles, ich brauche nichts, ich muss was so. Und schon alle Differenzierungen sind mit dem Om, 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 Satchitananda. Om Sat Chit Ananda. Om Sat Chit Ananda. Parabrahma. Naja. Was gibt's da noch zu sagen? Also, es ist ja fantastisch. Wenn du merkst, dass du nichts merken kannst und alles wieder vergisst, und als das unbemerkt übrig bleibst, als das, was sich keiner merken kann. Und sobald du merkwürdig bist, bist du merkwürdig und also verrückt. Balabala, plemplem, crazy und so. Da fristest du eine Existenz, die zweifelhaft ist. Ist doch schön. Ist doch schön, zweifelhaft zu sein. Ich bin zweifelhaft. Ich zweifle an mir. Ja, vielleicht übersteuert sie, aber macht ja nichts. Das Mikrofon, wenn es so eingestellt ist, dass übersteuert, dann also, viel Spaß beim Zweifeln. Ich habe mal so einen Witz gehört. Es gibt doch das Klatschen der einen Hand, das ist gleich das. Ah! Und das Klatschen der einen Hand. Ah!
Oh! 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 Senko an, klatschen der einen Hand. Aber es heißt ja nicht, klatschen der einen Hand auf die eine Backe. Wenn du dir die eine Backe hinreichst, reicht dir auch die andere, wenn es dazu reicht. Weil wer weiß, wie lange du noch die Backe hast. Oh, das ist ja toll, dass die Backe noch da ist. Oh, ich hatte gerade so ein Bild, dass hier so Maden drin sind. Und es alles rausfressen. Oh, das wäre ja krass. Ich glaube, dann wird der schöne Taro sich vergiften. Oder wird er noch weiterleben hier mit so einem Loch in der Backe? Das wäre ja krass. Das wäre ja krass. Oh, so schön. Oh, so schöner kleiner Taro. Schön, dass du so zweifelst. Tust an dich. Zweifeln tust an dir. An dich. Zweifel an dich. Ich zweifle an mich. Zweifel ist gut. Ja! Weil das ist der Beweis, dass du vor dem Zweifel bist. Zweifelfrei kannst du an allem zweifeln, was dir zweifelhaft erscheint. Gehirn!